Also, Kanal müsste ja mal abonniert und heute ist Part 2. Ich kaufe Sachen von eBay ein. Hier kamen wieder mal Sachen an und die packen wir mit euch aus. Angefangen mit dem ersten Paket an. Fangen wir mit dem ersten an. Dem kleinen Paket. Warte, gibt es 15 Mal auf der Welt. Einmal Milinkovic Savic und Pirlo. Sergej Milinkovic Savic. This Futura Karte Piece of Pirlo's Juventus Game 1 Jersey from a Serie A Match. Also Pirlo hat getragen und Milinkovic Savic. Hier könnt ihr euch durchlesen. 15 Mal auf der Welt. Hier sind die Trikotstücke. Jetzt riechen wir daran. Sehr alte. Zack. Schneiden wir hier rein. Das Paket kommt aus Italien. Ich habe 2 Monate gewartet. Ich habe das Paket bestellt, wo wir in Part 1 die ganzen eBay-Sachen bestellt haben. Aber bam, bam, bam. Okay, seid ihr bereit? Bam und bam. Einfach, ich bin hier laden gefühlt. Ja, und ein Poster sogar mit dabei. Yo, Leute, guckt mal, wie geil das aussieht. Jo, Leute. Noch 2 Poster, die jetzt nicht so gut erhalten sind, von Mike. Mikey, meine ich. Hier sieht alles im Zeitraffer. Das sind Euro 2016 aus Frankreich, Karten, Boxen, also die riesigen. Eine Box kostet um die 15 Euro. Also ihr könnt euch schon vorstellen, wie teuer das war. Bah, nächste Box, nächste Box. Hier ist ein bisschen nicht so gut angekommen. Oha, oha, tschüss. Was haben die mit der Box gemacht? Hier noch. Guck mal, wie viel noch da ist. Diese Box kam ja in einem komplett zerstörten Amstatt an. Also die Folie schon ab. Die werde ich, glaube ich, öffnen. Junge, was habt ihr gemacht? Ach du Scheiße! Nein! Das könnt ihr euch noch nicht geben lassen. Hier ist auch ein bisschen ab. Also mich triggert ein bisschen, dass der Zustand nicht so gut ist, wie es man sich eigentlich erwünscht. Perfekt Zustand! Was habt ihr mit dieser Box? Fotos gemacht, das ist katastrophal, wie es aussieht hier. Manche sind geöffnet, manche mit riesigen Dellen. Also ich hoffe, die schicken wir zurück dann oder kriegen das Geld zurück, weil das geht nicht, was ankommt. Das Sofal, was hier ankam, was ihr gesehen habt, natürlich. Hier alle Boxen. Ja, sehr, sehr schlimm. Also, so. Hier sind viele Karten. Wir packen es jetzt aus. Hier reinschneiden. Ich brauche irgendwas. Das ist so irgendwie ein bisschen kacke gemacht. Okay, fangen wir mit der ersten Karte an. Ein Rookie von RB Leipzig. Hier haben wir Herbiger. Nummeriert zu gar nichts. Danach haben wir hier Abiyama. Rookie auch, nummeriert auf 99, jetzt schon von Kräuter Fürth. Ja, danach von Mainz, Lucky, auch wieder Rookie, nummeriert auf gar nicht. Danach Günther, Christian Günther, eine sehr, sehr gute Karte. Zu sehen, das Licht ist nicht so gut, so sehen die Unterschriften aus, sehr, sehr cool. Danach machen wir weiter mit Günther. Nummeriert auf 150, Günther. Danach machen wir weiter mit einem Hertha-Spieler. Eklamp. Nummeriert auf 150. Sehr, sehr schönes Autogramm. Danach Pirtl. Die Karten sehen eigentlich auch sehr, sehr gut aus. Also fürs Grading eigentlich sehr, sehr gut. Danach Pirtl. Nummeriert auf gar nichts. Von Bielefeld. Danach Lierhardt von Freiburg. Nummeriert auf gar nichts. Und dann Christopher Lenz. Nummeriert auf 150.
Hier, wow. Hier hinten stehen auch die Statistiken bei Paar. Sehr, sehr coole Karten. Das sind insgesamt 8 Stück. Habe ich für einen sehr, sehr guten Preis gekriegt. Genau, 8 Unterschriften. Cool. Ich habe mir FIFA 11 und FIFA 13 auf Xbox mit CD drinne für 3 Euro gekauft. Genau, auf dem Flohmarkt. Sehr, sehr cool. Nehmen wir mit. Genau. Mittlerweile bin ich so ein aggressiver Mensch geworden. Als ich das Jubiläumstrikot geholt habe, habe ich dieses rote umsonst gekriegt, weil ich mir dieses schwarze geholt habe. Also, weil ich mir das hier geholt habe, habe ich das schwarze umsonst gekriegt. Und weil mein Vater sich noch ein Jubiläumstrikot geholt hat, habe ich das umsonst gekriegt. Und mein Bruder hat auch noch eins. Genau. Und das ist was ganz Besonderes. Dieses Trikot hier, das ist limitiert auf 1000, also 899 Mal. Das ist die Nummer 1122 von 1899 Stück. Genau, dieses Trikot hat 175 Euro gekostet. Die Quali ist natürlich viel, viel besser als beim normalen Trikot. Genau, so sieht's aus. Das kann ich auch gleich anprobieren einmal. Aber das ist natürlich so ein Trikot, was man nicht anzieht, um rauszugehen. Das ist viel zu krass. Das ist limitiert, Leute. Das ist also nummeriert, kann man sagen. Genau. Bist du soweit, dein Bild zu holen? Hm? Ja, das ist mein Frankfurt-Outfit. Bei dem gehen wir jetzt das Bild holen. Genau. Ich bin richtig aufgeregt. Los geht's. Nicht. Kannst du auch machen, weil ich habe einen Schlüssel. Ich setze mich da. Ups, was ist das? Was ist das? Das ist das Trikot. Ihr habt mich abgeholt. Was ist das? Ihr habt mich schon abgeholt. Das kam unerwartet. Was ist das hier? Das ist das Trikot. Juhu. Dankeschön. Das ist Trikot. Na, check. Bitte schön. Das Trikot war schon im Auto. Ja. Hier Uwe Bein Trikot mit Unterschrift. Hier ist Uwe Bein, 125 Jahre alt. Sehr, sehr cooles Trikot, limitiert. Habe ich mir direkt gegönnt. Ja, mit der Nummer 10. Hier ist nochmal die Unterschrift, genau. Leute, hier kam wieder ein Paket an. Das ist höchstwahrscheinlich nicht meine teuerste Karte, sondern einfach meine seltenste Karte zu diesem Tag. Es ist ein Tag vergangen, nachdem wir das Trikot hier aufgehängt haben. Und hier kam nochmal ein Paket an. Das machen wir jetzt auf und gucken, was hier drin ist. Ihr werdet richtig schockiert sein. Los geht's. Okay, hier ist das Paket. So, ich mache es jetzt auf dem Boden auf. Das ist höchstwahrscheinlich meine seltenste Karte. Also ist es auch, aber nicht meine teuerste. Sag ich euch ehrlich, zack. Zack. Okay, ganz schön verpackt. Hier ist sie drinne. Okay. Das ist kein PSA-Grading, das ist was viel geileres. Okay. Die Rückseite sieht sehr hässlich aus. Wenn wir es umdrehen, was haben wir hier? Matheus Nunes bei Manchester City. Eine One of One von Matheus Nunes. Eine One of One. One of One, meine lieben Freunde. Hier steht es nochmal. Sehr, sehr geil. Eine One of One. Also diese Karte gibt es einmal auf der Welt. Einfach nur einmal auf der Welt gibt es diese Karte. Das ist crazy, Leute. Und ich besitze die.
Ich dachte mir mal, ich bringe mal was Neues in diesen eBay-Format rein. Und zwar, wie ich Boxen kaufe, genau. Das habt ihr ja am Anfang gesehen. Ja, aber ich mache ja oft Openings mit Karten, indem ich Packs öffne und so, ja. Und in diesem Video habe ich dann gezeigt, wie ich mal Packs kaufe oder so. Genau, und alle, die es immer noch nicht verstanden haben, ich wollte einfach nur euch sagen, dass ich in diesem Format reinbringe, wie ich auch Boxen kaufe für meine YouTube-Videos. Früher habe ich immer sehr, sehr viele Boxen gekauft und habe das nicht aufgenommen. Diesmal habe ich es gemacht und bringe das auch in dieses Video rein. Und ich wollte noch sagen, lasst bitte ein Like und ein Abo da, denn diese Videos sind sehr, sehr schwer. Auch die kosten sehr viel Geld, ne? Also lasst ein Like da und ein Abo und viel Spaß beim Zuschauen. Hier diese Frankfurt Box packen wir als allererstes hier rein zu meinen Boxen und diese natürlich auch. Zack. Mega gut. Und hier kam die nächste Karte an, und zwar Raphael Boré, Trikotstück, also Trikotstück ist getragen, unterschrieben, nummeriert zu 93, für 22 Euro gekauft, genau, das Trikotstück ist getragen, sehr, sehr coole Karte. Hier, guckt euch das mal an, hier kam wieder mal was an, neben den Blumen öffnen wir das, los geht's. So, geöffnet habe ich es, mal gucken jetzt. So, ich finde es immer cool, dass sie immer eine zweite Karte reinpacken, damit man das nicht sieht. Genau. Was sehen wir hier? Eine Nummerierung zu 49. Ein Autogramm von Tonali. Sehr, sehr cool. Merlin, sehr, sehr teure Box. Hier ist das Autogramm, sehr, sehr cool. Leute, hier kam wieder was an. Ich kann es leider nicht umdrehen, weil da die Adresse drauf ist. Aber das machen wir jetzt auch auf. Los geht's. Okay, das sind zwei Stück, holen wir erstmal raus. Oh nein, die sind einer nicht so. Was hat er gemacht? Möchte er mich verarschen oder was? Was macht der? Ja, also erstmal hier Martinelli. Getragenes Trikotstück hier, nummeriert zu 10, das habe ich auch noch nie gehabt, so ein niedrig nummeriertes. Hier, bam, was eine coole Karte, Hotshot, nummeriert zu 10, 5 von 10, jawoll. Und danach noch einmal zu 30 nummeriert. Die Trikotstücke sind aber hier in diesen Ecken, das kann man nicht so gut spüren, das sind auch kleine Trikotstücke. Aber hier kann man das schon anfassen, das sind zwei coole Karten. Einmal zu 30 und einmal zu 10 nummeriert. Nehme ich beides mit. Sehr, sehr coole Karten. Genau. Und das war's mit dem Video auf dem Kanal. Mr. German, liked und abonniert. Und das war Part 2. Ich kaufe einen bei eBay. Genau, Leute, wenn ihr Part 3 sehen möchtet, lasst ein Like da und ein Abo. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Das war ein crazy, crazy Bestellung mit dabei. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.